Hallo Leute, ich bin Alex von German Bell Talk und wenn ich in dieser Position sitze, dann wisst ihr ganz genau, es ist Zeit für eine neue Belt News. Und zwar gibt es etwas aus dem Hause WWE und damit auch aus dem WWE Shop. Es ist der Andre 87 Belt. Und bevor wir uns den anschauen, nochmal hier ein bisschen Trivia quasi. Und zwar wurde dieser Titel nie wirklich im WWE gezeigt, also gezeigt schon, aber benutzt, das ist vielleicht das bessere Wort. Er wurde im Build-Up zu dem Match Hulk Hogan gegen Andre the Giant bei WrestleMania 3 immer mal vor dem eigentlichen Match gezeigt und somit ja, wollte man eigentlich eher zeigen, dass auch Andre the Giant dieses Match gewinnen könnte und falls, dass er dann genau diesen Titel dann auch mit sich herumträgt. Das Match hat er im Endeffekt verloren und auch ja, aus den Augen verloren wurde dieser Andre 87 Belt. Danach wurde dieser nochmal relettert auf ein weißes Leder, wurde in dem Film No Holds Barred mit Hulk Hogan benutzt und danach an Planet Hollywood gespendet. Die sind, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, pleite gegangen und jetzt liegt der Titel irgendwo verloren, nicht verloren, wer weiß das schon genau, in einem Lagerraum und wartet jetzt dort dann auf eine Abholung oder auf eine Versteigerung oder was auch immer. Der Titel existiert also noch, wurde aber wie gesagt lediglich im Build-Up zu WrestleMania 3 gezeigt, danach allerdings gar nicht benutzt, obwohl das wohl eigentlich mal vorgesehen war. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal den Titel etwas aus der Nähe an. Ich würde sagen, wir starten auf der linken Seite mit der Strap. Wir haben zwei Sideplates, eine etwas kleinere und eine etwas größere. Beide haben das WWE-Block-Logo darauf, sind ein bisschen wie so eine Art Spiegel verschnörkelt außenrum. Wir haben auf der kleineren äußeren das Logo der UdSSR, der ehemaligen Sowjetunion und unten haben wir einmal die Flagge von Italien, auf der größeren natürlich die Flagge, wie sollte es denn anders sein, von den USA und Mexiko. Dann die eigentliche Mainplate, ein Monster, ein richtiges Biest, dieser Titel. Wir haben mittig oben nochmal das Block-Logo, natürlich dieses Banner mit ganz vielen Sternen und World Heavyweight Wrestling Champion. Natürlich dürfen auch die Adler nicht fehlen, wie es sich auf einem WWE World Title so gehört. Wir haben die Erde im Mittelpunkt, die ist blau hinterlegt und das ganze Design auch in einem ja, Gold, Schwarz und Silber gehalten. Die Sideplates auf der rechten Seite, da haben wir die Flagge des Vereinigten Königreiches und von Australien und dann ganz außen Kanada und Japan noch einmal. Die Snapbox, beziehungsweise vor der Snapbox, haben wir sogar noch einmal WWE eingestanzt. Ansonsten ist das ganz normale Leder, ganz normale Tooling auf der Snapbox, auch außenrum um den Titel. Ist es dieses Tooling, was wir kennen vom Spinner Belt zum Beispiel. Also nichts Außergewöhnliches. Das ist dieses ganz normale WWE Championship ja, Design. Was aber noch schön ist, das ist der Goldtipp. Da haben wir nämlich nochmal das Block-Logo eingestanzt und auch Andre the Giant steht da noch einmal darauf. Und das Ganze hat auch ein relativ schönes Curving. Es ist dezent, aber es ist soweit ganz schön gemacht. Es sind keine Stackplates, man sieht es, das sind aber nichtsdestotrotz aber dieser 4 oder 5 mm dicken Platten, was ja WWE seit 2020 oder 2021 für deren Replikas nutzt. Somit also, ich sag mal, dieser Titel wirklich schön für Sammler. Sowieso, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt ein Muss, aber für Andre the Giant Fans auf jeden Fall. Fandu Belts hat das bisher auch ganz gut gemacht mit deren Titeln und jetzt also der Versuch der WWE und soweit denke ich eigentlich, dass das ganz gut
funktioniert. Was sagt ihr denn zum Andre Belz? Hätte der eigentlich mal im TV gezeigt werden sollen als richtige World Title oder geht ihr dann doch mit dem sehr klassischen und allseits beliebten Winged Eagle Belt? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare und ja, im Endeffekt war es das mit der Belt News Folge soweit. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich freue mich jetzt schon bereits auf ein nächstes Video, egal ob das WrestleCrate, ob das ein Belt-Unboxing oder natürlich auch eine Belt-News-Folge ist. Und ich hoffe, wir sehen uns da ganz bald wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.